Hallo und herzlich willkommen im Mini-Car-Range-Einblick. Wir beschäftigen uns heute mal im Moment mit BMW-Cockpits, die es im Moment gibt, und ja, dem Operating System 7.0 mit dem BMW Live-Cockpit. Was kann das denn so? Und warum sind BMW-Cockpits ja der Erwähnung so viel wert? In dem Fall, wir werden hier schon mal direkt willkommen geheißen, ja, mit diesem G21 in der wunderschönen Farbe. Dravid Grau bin ich schon ein bisschen länger unterwegs, deswegen macht er das. Und dann habe ich mich auch im Moment mit BMW-Cockpits im Allgemeinen beschäftigt. Ich finde hier diese Klimadüsen, die ich habe, eigentlich ganz nett. Ich finde auch die Klimasteuerung ist echt schick geworden, wobei ich mich so ein bisschen gefragt habe, warum man die äußeren Tasten in schwarzem Plastik macht. Und wenn man sich dann mal andere BMW-Modelle im Moment anschaut, einfach mal um zu sehen, wer kriegt denn wie, was eigentlich wo geboten, dann merkt man, ja Moment, egal ob ich jetzt im 1er bin oder ob ich im 8er bin, das heißt diese Lüftungsdüsen und auch das Display dazwischen in der Mitte, kriege ich im Moment eigentlich gefühlt bei allen Modellen gleich. Und so einer meiner nächsten Blicke war auch das Lenkrad. Das Lenkrad, in dem Fall das M-Lenkrad, Leder, unbeheizt, ja, ist wirklich schick. Wenn ich einen 1er bestelle mit einem M-Lenkrad, bekomme ich das glitzegleich. Und in einem 8er bekomme ich es quasi auch gleich. Und ich muss sagen, für einen 3er ist das super angemessen. Es ist auch für einen 1er und für einen 8er eigentlich angemessen. Aber möchte ich in meinem 8er, der das Dreifache von einem 1er kostet, eigentlich das gleiche Lenkrad, die gleichen Displays, alles irgendwie auf einem Level haben? Findet ihr das jetzt gut, weil ihr sagt, hey, die 1er-Fahrer haben das verdient, die bezahlen Premium-Zuschlag? Oder sagt er, naja, so ein 8er-Fahrer hat fürs Dreifache an Geld schon irgendwie mehr verdient. Denn auch bei den Displays, das 1er-Display ist einfach ja das Live-Cockpit 2 Zoll kleiner. Ja, und bei einem 3er und 8er zum Beispiel ist es bei beiden glitzegleich 12,3 Zoll Live-Cockpit, 10,25 ja in der Mitte für mein Control-Display, was ich da bekomme. Also da gibt es im Moment bei BMW viel, was ähnlich gemacht wird. Genauso auch hier natürlich mein ja, Drehregler fürs iDrive, altbekannt mit der Touch-Funktion und den Tasten dazu. Der ist natürlich auch in allen Modellen irgendwie glitzegleich. Das ist jetzt tatsächlich meine Frage. Findet ihr das gut, dass das eine Marke so konsequent durchzieht? Oder sagt man, ja, dann müsste die Abstufung schon noch ein bisschen größer sein? Wir beschäftigen uns halt heute nicht so sehr mit dem Innenraum hier. Denn ja, ich hoffe, ihr kommentiert jetzt alle, hey, wir wollen den G21 sehen. Und dann gibt es natürlich auch ein langes Video dazu. Sondern wir springen mal so ein bisschen durch die Menüs durch. Was kriege ich denn da eigentlich alles so geboten? Was gibt es da denn? Ja, so wirklich zu sehen. Und wenn man dann das Auto einmal startet, merkt man, okay, das Live-Cockpit kommt zum Leben und auch hier natürlich meine, ja, mein Display in der Mitte. So aus ja, Spritspargründen machen wir das Ganze natürlich mal aus und kämpfen uns erstmal hier durch das Menü. Das heißt, ich habe so einen Startbildschirm und der ist konfigurierbar. Wie bediene ich das alles? Ja, ich habe meinen Drehregler. Ich kann sehr viel über Sprache machen und ich habe auch ja, mein Display hier, was Touch ist. Das heißt, ich kann mich auch so durch die Menüs wischen und man sieht schon, das sind so verschiedene Kacheln. Und wer jetzt zum Beispiel sagt, ja gut, aber ich möchte hier meinen Durchschnittsverbrauch ja gleich mit hier vorne haben und Kommunikation interessiert mich nicht, ja, der kann sich das eigentlich relativ beliebig hin und her fügen, kann Seiten hinzufügen, kann Seiten wegnehmen und so weiter. Ich finde die Standardkonfiguration, die man bekommt, aber eigentlich recht clever. Und von daher bin ich da auch ganz zufrieden mit. Ich habe hier oben auch so eine Benachrichtigungsleiste. Also gibt es Benachrichtigungen. Ich kann meine letzten Ziele aufrufen, kann meine Display steuern. Das heißt, so die wichtigsten Einstellungen habe ich hier oben eigentlich direkt greifbar. Auch eine ganz clevere Sache. Ich persönlich belege aber die Sachen, die ich wirklich brauche, auf den Tasten hier unten. Das heißt, egal ob es zum Beispiel ist, die Instrumentenkombination zu verstellen oder das Display auszuschalten oder ähnliches. Ja, das kann man eigentlich auch alles ganz gut hier unten machen. Finde ich persönlich ein bisschen, ja, die schönere Variante ist vielleicht aber auch ein bisschen oldschool. Ja, und wer jetzt halt wissen möchte, was gibt es denn hier überhaupt so zu sehen, dann skippen wir einfach mal uns durch alle Sachen durch. Das heißt, die Spotify-Anbindung, hey, ist deutlich besser geworden. Apple CarPlay gibt es natürlich auch. Android Auto soll kommen. Und an sich sind das nicht die riesen Überraschungen. Das bei Spotify ist deutlich schicker, weil ich jetzt eigentlich das Auto direkt bei Spotify anmelde. Meine Dateneingebung kann dann mit dem Auto selber nach Liedern suchen und das Ganze wird ganz schick angezeigt. In dem Fall hier sogar ein bisschen doppelt gemoppelt und so weiter. Also da gibt es ja schon wirklich viel. Kommunikation, ja, letzte Rufnummer und bla bla bla. Das ist jetzt alles nicht so spannend. Bei der Navigation gibt es dann schon ein kleines bisschen mehr zu sehen, wenn man mal bedenkt, wie schick die Karte jetzt einerseits ist, andererseits wie schnell das Ganze auch einfach reagiert. Das heißt, wenn ich jetzt hier mich mal reinzoome oder ähnliches oder zu meinem Standort springe, oder auch einfach halt nur den Faktor von meiner Karte verändere. Das geht schon aus meiner Sicht wirklich schnell und da erwarte ich auch nicht viel mehr. Man könnte jetzt noch ein Splitscreen reinmachen. Ich finde diese große Karte allerdings ganz praktisch, weil alles, was ich an mehr Informationen haben möchte, kann ich eh hier vorne mit in meinem Live-Cockpit haben. Und die Navigation an sich hat halt ja diesen guten Punkt der Sprachsteuerung. Denn die Sprachsteuerung funktioniert halt wirklich gut aus meiner Sicht in dem Auto. Und entweder ich kann halt hier meine Taste drücken und dann sagen, fahr mich bitte zur BMW-Welt. Und dann brauche ich die obligatorische Geduld alles dafür. Alles klar. Unser nächstes Ziel ist BMW-Welt.
So, und das macht halt die Zieleingabe deutlich praktischer als früher. Früher hätte ich mir jetzt erstmal die BMW-Welt bei Google raussuchen müssen als Adresse, dann alles eingeben und so weiter. Mit der Straße links abbiegen. Und in dem Fall ist ja alles schon fix für mich berechnet. Ich habe während der Fahrt gar nichts weiter machen müssen. Ich kriege wahrscheinlich gleich nochmal die Info, wie lange unsere Fahrt denn dauert. Und ich würde sehen, ich habe 100 Minuten Verzögerung nach München. Gut, dass ich jetzt heute nicht nach München möchte an der Stelle. Allerdings, Zieleingabe geht wirklich fix, natürlich auch übers Display. Man könnte auch Touch dafür benutzen. Das wäre jetzt allerdings eben halt mein Favorit der Zieleingabe gewesen. Wir kommen jetzt hier mal zu diesem Car-Menü. Da sind dann die eigentlichen Einstellungen. Ich habe zum Beispiel meine Fahrinfo als erster Punkt. Da kriege ich Fahrdaten, also wie mein Verbrauch, in welchem Fahrmodus war ich. Da sieht man zum Beispiel, dass ich immer in Komfort fahre. Einfach weil alles andere bei diesem Auto natürlich irgendwie keinen Sinn macht. Ich kriege auch nochmal Sportanzeigen. Auch da würde die Frage, was brauche ich davon alles unbedingt in meinem 2-Liter Diesel? In dem Fall wird uns jetzt schon eine Umgehungsroute angeboten für das, was wir eben hatten. So, aber wir springen mal zurück zu dem Ort, wo wir gerade waren. Also wieder die Fahrinfo, Fahrzeugstatus. Auch da kriege ich nochmal gesagt, hey, alles ist grün. Die Darstellung ist halt wirklich schön, weil das Fahrzeug in Wagenfarbe ist. Finde ich gelungen. Und jetzt kommen wir mal zu den Einstellungen. Hier gibt es natürlich am meisten zu sehen. Egal, was jetzt mein Datenschutz ist und erstmal so die ganz allgemeinen Sachen. Wie ist denn der Klang eingestellt? Welche Einheiten benutze ich? Das ist alles noch ja, ziemlich simpel. Wirft jetzt nicht die Riesenthemen auf. Ich kann meine einzelnen Fahrmodi konfigurieren. Sport zum Beispiel ist bei mir so konfiguriert, dass ich Hauptsache da die Sportanzeigen habe und die Lenkung ein bisschen straffer geht. Motor und Getriebe sollen ruhig weiter entspannen, weil so giftig brauche ich das gar nicht. Könnte ja im Zweifelsfall manuell schalten. Das fällt jetzt schon unter Tipps und Tricks. Auch hier gibt es halt nochmal, möchte ich Tipplinken haben? Möchte ich mein Welcoming Light Carpet, also unter den Türen die Beleuchtung haben? All solche Kleinigkeiten. Wirklich spannend finde ich allerdings hier diesen Punkt. Nehme ich zum Beispiel, was ich bei Sicherheit Warnungen mit dabei habe. Also ja, so habe ich jetzt meine Einstellungen konfiguriert, bedeutet, ich bekomme keinen grünen, sondern einen orangenen Kreis hier mit rein. Der wirklich spannende Punkt ist aber aus meiner Sicht Geschwindigkeitsassistent. Das konnte der Dreier nämlich vorher nicht. Das heißt, ich kann meinem Auto sagen, erstmal bis 60 und über 60 km/h nimmt er genau das Tempo an von den Verkehrsschildern oder bis zu 15 km/h drüber oder drunter. Und ich kann halt auch mir die Warnungen geben lassen, kann die Überschreitung mir im Display anzeigen. Also da muss ich sagen, halt hier die grafische Darstellung macht schon einiges her. Und ich kann halt auch sagen, übernimm Tempolimits automatisch. Und das finde ich wirklich gut, weil dann würde ich einmal mein Abstandsradar setzen, würde sagen, halte ich an die Geschwindigkeit und er hält sich immer an das, was gerade vorgeschrieben ist. Immer muss ich quasi auf gar nichts mehr konzentrieren. Auch hier kann ich nochmal einstellen, ist die Notbremsfunktion von meinem PDC aktiv. Das heißt, ja, wenn ich jetzt auf diese Mülltonne zufahre, wird das Auto selbstständig merken, hey, das ist keine gute Idee und wird mich abbremsen. Alles solche Sachen, die man da einstellen kann. Das Ganze geht wirklich sehr, sehr, sehr ins Detail. Wo es ein bisschen weniger ins Detail geht, ist, wenn ich hier unter Klimakomfort bin, Regeln, Klimatisierung, da kann ich zum Beispiel sagen, hey, meine Sitzheizung soll bei unter 10 Grad bitte auf der ersten Stufe angehen. Das konnte man beim X3 und so weiter halt für Fahrer und Beifahrer machen. Das ist halt jetzt hier ein bisschen blöd, ich steige mal ins Auto ein. Als Auto heizt mich von alleine, ich freue mich, habe dann ganz meinen Beifahrer vergessen, weil ich mich selber gar nicht mehr um Sitzheizung kümmere. Ja, sei mal dahingestellt, Standheizung, auch da natürlich so der Klassiker, ich kann verschiedene Zeiten definieren und ähnliches. Dabei, wohlgemerkt, geht es um die Abfahrtzeit. Nicht dann, wann die Standheizung anfangen soll, sondern weil sie fertig sein soll, muss man halt irgendwie wissen. Und was heutzutage halt bei allen Autos dazugehört, ja, wie ist mein Ambientelicht denn eingestellt? Oh, Bronze, Orange, Blau, Grün, Flieder. So, die, ich sag mal, das sind Standardfarben. Bei einem Mercedes hätte ich natürlich 265 Millionen weitere Farben, die ich irgendwie konfigurieren kann. Aus meiner Sicht lohnt das allerdings. So, und wenn man dann tatsächlich zu den Tipps und Tricks kommen möchte, ist man hier unter Displays eigentlich ganz gut aufgestellt. Da gibt es nämlich die Instrumentenkombination. So, und jetzt kommen wir auch schon zum ganzen Thema Live-Cockpit. So, das ist jetzt gerade halt ziemlich aus und hier unten gibt es einen beruhigten Modus. Zu dem kommen wir nämlich gleich in dem Kapitel Tipps und Tricks. So, bevor wir jetzt ganz kurz rüberspringen, machen wir noch das Ganze fertig. Was haben wir hier in der Mitte noch? Wir haben die Apps und dann sieht man, okay, welche Apps sind denn jetzt gerade bei mir installiert und wie kann ich die benutzen. Ein paar Sachen fehlen mir da irgendwie zur Generation davor, nämlich solche Themen wie, ja, wo ist mein Wikipedia eigentlich hin? Klingt jetzt komisch, aber ich habe manchmal tatsächlich im Auto Wikipedia gelesen. Das ist jetzt hier ein bisschen schwieriger geworden, beziehungsweise gibt es halt einfach nicht mehr. Allerdings beschäftigt man sich auch gar nicht so groß damit. Wichtig finde ich halt, ich habe die gute Navigation über meine Sprachsteuerung, die ich machen kann. Und wenn ich meine Sprachsteuerung benutzen will, muss ich auch nicht immer hier drauf tippen, sondern ich kann natürlich meinem Auto auch Dinge beibringen. Wie zum Beispiel, ich bin natürlich ein großer Knight Rider-Fan und ich möchte, dass Kit für mich da ist. Und dann kann ich einfach sagen, hey Kit, hilf mir. Und normalerweise sollte mein Auto jetzt auf mich hören, wenn ich zu ihm sage, hey Kit, hilf mir. Und dann ist das Ganze wohl so aus.
So, und wenn ich dann sage, hey Kid, hilf mir, brich bitte die Navigation ab. Ich habe die Zielführung beendet. Dann funktioniert das Ganze schon deutlich besser, wenn man einmal kurz den Motor angemacht hat. So, und dann kommen wir auch schon mal hier zu dem Display, was direkt vor mir ist. Das heißt, das ist jetzt im Komfort die Standardansicht. Durch die Ansichten ist man sich auch relativ schnell durchgegangen. Das heißt, den Eco Pro gibt es ein bisschen blau. Ich finde es nicht mehr so schön, wie es bei der Generation davor war. Da war tatsächlich der Mehrwert vom Eco Pro Modus, dass es die schönste Anzeige hatte. Das ist nicht mehr so die schönste Anzeige. Es ist aus meiner Sicht das Ganze hier in Sport. Ist ein bisschen markanter gehalten und man sieht die Tempodifferenz ein bisschen deutlicher als im Komfortmodus, aber die Anzeigen doch alle unglaublich ähnlich. Ja, was kann ich da eigentlich bekommen? Was kann ich konfigurieren? Was gibt es denn da in der Mitte? Man sieht da ein bisschen ja Karte. Sieht es komisch aus, liegt daran, dass vor uns ein Weinberg ist. Ist ganz einfach so. Ich kann allerdings, was kann ich da noch haben? Ich kann bei aktivierter ja, Fahrassistent, die das Driving View bekommen, die haben wir jetzt im Stand sowieso nicht an. Ich kann mir eine zweite Ist-Geschwindigkeit in Meilen anzeigen lassen. Okay, ganz nett. Ich kann hier in den Zentralbereich aber auch meine Routenvorschau bekommen. Das heißt, ich habe dann diese einzelnen ja, Abschnitte, die als nächstes kommen. Dazu bräuchten wir jetzt allerdings nochmal eine Zielführung sozusagen. Oder ich kann auch einfach, ja, wie gesagt, wenn ich die Fahrassistenz aktiv habe, halt gezeigt bekommen, was erkennt mein Auto, wo bin ich denn da unterwegs. Am sinnvollsten aus meiner Sicht allerdings die Kartenansicht und die ist so eine Art negativ, die ist also immer in Grau gehalten. Ich habe dabei keine Farbe, finde ich an sich ja, ganz nett gemacht. Und auf der anderen Seite daneben, ja, könnte ich so wie jetzt das Ganze Multimedia-mäßige haben. Ich kann allerdings einfach sehen, welcher Fahrstufe bin ich. Ich kann auch bekommen, einfach meinen Durchschnittsverbrauch. Wie viele Kilometer habe ich an meinem Auto? Wie weit bin ich seit dem Tanken gefahren? Auch hier nochmal Leistung, Drehmoment, wow. Oder halt auch wieder G-Kräfte und am Ende wieder Multimedia. So, und der Rest bleibt ja eigentlich so, wie es ist. Viel mehr kann ich nicht verstellen. Das heißt zum Beispiel, meine Tankanzeige und ähnliches ist immer so. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, man ist abends unterwegs und hat diese riesen Karte hier offen und man hat das hier alles offen und das Ganze ist einfach unglaublich beleuchtet, dann bin ich zum Beispiel jemand, der sagt, das ist mir persönlich zu viel. Und dafür gibt es genau diesen beruhigten Modus. Das heißt, einmal, wenn ich hier drauf gehe, so, dann geht hier eigentlich alles weg. Ich sehe also mein Tempo nur noch digital, habe hier keine Geschwindigkeitsanzeige mehr. Ich sehe auch nicht mehr, wie viel in meinem Tank drin ist. Ich sehe auch keine Temperatur mehr. Und ja, ich sehe auch die Drehzahl nicht mehr, was mir bei einem Automatik auch völlig egal ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel abends auf die Autobahn gehe und es einfach dunkel ist, dann mache ich dort den beruhigten Modus an, sage hier noch Display aus. Und dann ist das Ganze in diesem Auto auf einmal deutlich erträglicher, weil ich nicht mehr diese Belastung durch so viel Helligkeit im Innenraum habe. Wer das natürlich möchte, kann auch sagen, nein, ich mache das Display an und ich mache da auch meinen beruhigten Modus aus. Dann habe ich halt wirklich ja, die volle Informationsflut. Und ich habe hier halt wirklich eigentlich alle Informationen, die ich irgendwo brauche, egal ob es jetzt eine Wassertemperatur ist, ob es eine Restreichweite ist, ob es ist, was ich gerade für Musik höre, wo ich auf der Karte bin und wo ich das nächste Mal abbiege, welche Geschwindigkeit und Drehzahl ich habe. Ich habe eigentlich schon alles hier. Das heißt für mich aber auch, mit dem Head-Up-Display ist es so ein kleines bisschen doppelt gemoppelt. Muss man halt wissen, was man möchte. Hier oben drin sieht man übrigens auch noch, da habe ich halt die ganzen Sensoren, die auch wahrnehmen, wie aufmerksam oder unaufmerksam ich bin. Braucht man ja bei dem Assistant Driving auch irgendwo. Nicht, dass ich die ganze Zeit hier am Minesweeper spielen bin, während mich mein Auto halt irgendwo hinfährt. Dazu kommen wir allerdings dann, wenn wir ein richtiges Review machen. Heute wollten wir hier mal so ein bisschen drüber springen. Größter Mehrwert aus meiner Sicht ist allerdings das ganze Thema Sprachsteuerung. Und ja, jetzt kann man natürlich auch diese ganzen Klassiker machen wie Hey Kid, hilf mir! Hey Kid, hilf mir! Es ist mir ein bisschen zu warm. Kein Problem, ich senke die Temperatur. Gleich wird es angenehmer. Solche netten Tricks gibt es natürlich oder auch solche Dinge wie Hey, erzähl mir bitte einen Witz! Wie heißt ein Boomerang, der nicht zurückkommt? Stock? Stock. Ja, sehr gut. Wie ihr seht, bin ich im BMW-Witzearsenal schon sehr weit gekommen. Das Auto kann mich entertainen, es kann mich kühlen, es kann mich wärmen, es kann was auch immer machen. Das ist ganz nett, der große Mehrwert. Das meinst, ich muss halt nie ja, die Hände da vom Lenkrad wegnehmen. Das Ganze hat auch noch natürlich eine Festplatten-Navigation, ein Festplattenspeicher 32 GB, auf der ich Musik speichern könnte. Braucht man allerdings nicht, weil ich kann ja auch mehrere Mobilgeräte verbinden, kann da Bluetooth-Streaming machen. Ich habe übrigens dann hier noch induktives Laden und eine USB-Schnittstelle und ich habe in der Mitte noch USB-C und ich habe hinten noch zwei weitere USB-C. Also da mangelt es wirklich
ja, aus meiner Sicht an nichts und ich kriege das alles gut unter und ich kriege es auch alles gut angebunden und ich finde es halt auch schön, dass das induktive Laden jetzt hier ist und nicht mehr hier in der Mitte. Dann kommt man auch ein bisschen besser an sein Mobilgerät und man verschenkt den Platz ja nicht so. Getränkehalter habe ich ja trotzdem aus meiner Sicht ja wirklich eine clevere Sache, die ich da bekomme. Aber was ist, wenn ich eigentlich mal Probleme habe mit diesem System? Ich zum Beispiel hatte die Herausforderung, die Standheizung geht eigentlich so wirklich nur über die App und die App hat keine Informationen von dem Auto bekommen. Das Auto hat einfach beschlossen, ich schicke jetzt nichts mehr. Kann man das irgendwie neu starten und so weiter? Werkseinstellungen zurücksetzen klingt jetzt nervig, weil wie wir gerade gesehen haben, kann ich ja schon hier echt viel einstellen. Und sei es doch nur, welches Profilbild ja ich im Endeffekt irgendwie für mich benutze. Aber man kann das Ganze auch einfach neu starten. Das heißt, wenn man den An-Aus-Knopf hier für 20 Sekunden gedrückt hält, wird das Display einmal schwarz. Dann kann man loslassen, dann startet das Ganze einmal neu. Und das sollte wahrscheinlich schon die meisten Probleme lösen. Wenn meine Probleme nicht gelöst sind und ich bin ein bisschen unentspannt, gibt es auch hier Carrying Car und ich kann mich vitalisieren oder relaxen lassen. Ist auch nochmal eine ganz nette Sache. Das heißt, dann sind die LEDs in verschiedenen Farben. Es gibt Musik ein bisschen dazu und es soll mich halt einfach so ein bisschen in die richtige Stimmung bringen. Ja, aus meiner Sicht praktisch ist halt tatsächlich das Live-Cockpit, weil ich dort einfach alle Informationen habe. Dann nutzt du noch die Sprachsteuerung. Und jetzt ist natürlich meine Frage an euch, wie findet ihr das, was BMW da im Moment so anbietet? Wir sind ja jetzt mal grob so durch die Funktionen ja, und Inhalte durchgesprungen. Das Wichtigste haben wir, glaube ich, gesehen, dass ich jetzt hier bei meinen Türen noch einstellen kann, wann und wie sie sich verriegeln und ob es einen Signalton gibt. Alles nicht so spannend. Bei der Heckklappe natürlich ganz schön, dass ich ja die Öffnungshöhe einstellen kann. Aber unter die Heckklappe und Co. schauen, ja, das ist ja eigentlich was, was wir beim nächsten Mal machen wollen, wenn wir uns das Auto komplett anschauen, sofern es euch denn interessiert. Das war jetzt mal so ein kleiner, moderner Mini-Einblick. Am Freitag geht es ja mit alten Eisen, wie immer gewohnt, weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und bis bald. Ciao.